Unser aktueller Test sieht das Aufeinandertreffen von fast identischen Zwillingen. Oder etwa nicht? Der Ford Ranger Wildtrak und der ebenfalls in Orange gehaltene Volkswagen Amarok. Auch Deutschland ist immer wieder für einen Trend zu haben. Aber ist es ein neuer Trend, dass man zunehmend Offroad-Pickups auf den Straßen sieht? Volkswagen folgt dem amerikanischen Wunsch nach preiswerten Nutzfahrzeugen mit Einfachtechnik. Und man kann sich vorstellen, dass sich gerade eine Hightech-Schmiede damit besonders schwer getan hat. Der Ford Ranger basiert ohnehin auf langjähriger Erfahrung in diesem Segment. Heute widmen wir uns in unserem Test einer immer beliebter werdenden Fahrzeugkategorie, den Pickups. VW hat was im Angebot und der Platzhirsch weltweit betrachtet ist Ford mit dem Ranger. VW hat vor einigen Jahren den Amarok nachgelegt. Beide Fahrzeuge sehen eigentlich, wie Sie ja auch sehen können, fast gleich aus. Es hat etwas mit der Farbe zu tun, aber beide Fahrzeuge sind wirklich sehr, sehr robust gehalten. So fahren sie auch. Beide Fahrzeuge verfügen über Pkw-Attribute, vor allen Dingen innen. Man sieht immer wieder drinnen viele Features, die wir eigentlich aus dem Pkw-Bereich kennen. Aber beide fahren sich, sagen wir es mal vorsichtig, etwas grob. Und in die Stadt will man damit schon gar nicht. Denn einparken ist eigentlich fast so gut wie unmöglich. Interessant für Automobilenthusiasten ist natürlich, dass der Ford F-150, auf den der Ranger basiert, mit zu den drei meistverkauften Fahrzeugen aller Zeiten gehört. Auf Platz 1 ganz klar der Toyota Corolla. Auf Platz 2 kommt schon der Ford Ranger und schlägt damit sogar den Golf. Nichts spricht mehr für dieses Fahrzeug, aber der Hauptgrund ist, warum er in den USA so viel verkauft wird, er ist robust. Beide sind extrem robust. Der VW ist vielleicht etwas europäischer, er fährt etwas vielleicht gemächlicher, er ist etwas technisch ausgereifter und der Ford ist etwas grober, aber seine Verkaufszahlen sprechen ja für ihn. Er hält wahrscheinlich ewig. Die Unterschiede der beiden Modelle liegen hauptsächlich in ihrem Auftreten. Der Ford Ranger 3.2 TDCi verkörpert den modernen, durchgestylten Pickup, der mit einem verspielten Innenraum aufwartet. Die Verarbeitung könnte an einigen Stellen aber besser sein. So wie beim VW Amarok, der im Vergleich etwas emotionslos daherkommt. Schnörkellose Karosserie, schlichtes Cockpit, bequemere Rücksitzbank. Punkt. Beide fahren sich eher wie kleine LKW, sind aber mit allem Komfort versehen, den man aus dem Pkw-Bereich kennt. Einparken in der Innenstadt ist mit keinem der beiden ein Vergnügen. Ihre Stärken leben sie sowieso im Gelände aus. Ford Ranger und VW Amarok zeigen dort, was ihre Allradsysteme können. Fazit ist für mich, beide Fahrzeuge sind sehr gut, beide machen Spaß, beide gehören nicht unbedingt nach Deutschland, aber beide sind ein guter Kauf. Soll es etwas mehr Technik sein, kommt eher der VW in Frage. Will man was Robusteres für etwas weniger Geld, ist der Ford die perfekte Wahl. Wenn man sich dann entschieden hat, welcher es sein soll, gilt es nur noch zu klären, Einzel- oder Doppelkabine. Und natürlich die Farbe.